Liebe Freunde des Schwarzer Silberwaldes und des Pflanzgartens, SchwarzTV liefert euch heute Bilder von der großen Baustelle im Pflanzgarten. Bürgermeister Dr. Hans Lindner als oberste Baubehörde wird über diese Baustelle, den Hergang der Katastrophe und was hier eigentlich passiert, berichten. Am 18. August 2011 bahnten sich nach einem riesigen Gewitter hoch oben über den Bergen des Silberwald- und Pflanzgarten riesige Wassermengen, Felsen, Schlamm, Bäume, Erde ihren Weg den ganzen Berg hinunter bis zur Talsohle. Die Naturkatastrophe fuhr quer durch den Silberwald und den Pflanzgarten hindurch. Die Stadt Schwarz und die österreichischen Bundesforste als Eigentümer dieses Waldes sowie die Tiroler Wildbach- und Lawinenverbauung haben sich dieser Katastrophe jetzt angenommen. Bürgermeister Dr. Hans Lindner wird euch etwas später in der Sendung mehr dazu erzählen. Im Moment spricht zu euch Armin vom Silberwald. Liebe Zuseher von SchwarzTV, wir besuchen heute die große Baustelle im Silberwald-Pflanzgarten. Zu Besuch ist unser Bürgermeister Dr. Hans Lindner, die oberste Baubehörde in Schwarz, sozusagen der oberste Verantwortliche. Es wurde von der Stadt ein Riesenprojekt gestartet, man sieht es hier im Hintergrund. Und ja, am Anfang konnte man vielleicht gar nicht abschätzen, wie groß es wird. Es ist von der Wildbach- und Lawinenverbauung geplant worden. Und jetzt bitte ich unseren Bürgermeister dazu etwas sagen, wie die Sache entstanden ist und wo Politik gemacht wird. Wir haben ja am 15. August 2011 ein großes Unwetter in Schwarz erlebt und da ist auch der sogenannte Fetzlgraben schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Es hat sich also da bis hinauf zur Straßen und die Straße selber Richtung Zimtberg verbrochen und es ist dann ein Teil dieser Straße abgebrochen. Es musste also die Straße neu errichtet werden und gemeinsam mit der Wildbach- und der Lawinenverbauung ist dann ein Projekt entstanden, um für die Zukunft diese Gefahrenquellen zu vermindern bzw. nach Möglichkeit zu beseitigen. Und der eine Teil findet jetzt da im sogenannten Fetzlgraben im Bereich des Pflanzgartens statt, im Bereich des Silberwaldes statt und der zweite Teil findet drunten im äußeren Riert statt bis zur Bergungsstraße hinunter und da ist eine zweite Gruppe der WLV derzeit in Tätigkeit und wir sind dabei, dort riesige Bauwerke und sehr kostenintensive Bauwerke zu errichten. Die WLV ist mit ihren besten Kräften bei uns und wird bis Mitte Juni bei uns sein und dann, wenn also in den Hochlagen wieder die entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten entstehen, ihre Gruppen abziehen und erst wieder im Herbst nach Schwarz zurückkehren. Das Projekt wird insgesamt auf 3 Jahre angelegt. Wir werden aber versuchen, möglichst rasch auch die Teile zu errichten, die also besonders die Bevölkerung unmittelbar berühren. Insgesamt hat das gesamte Projekt ein Volumen von 2,7 bis 3 Millionen Euro und die Finanzierung ist so festgelegt, dass der Bund mit einem Teil finanziert, das Land mit einem Teil finanziert und da ist es gelungen, Gott sei Dank,
in sehr intensiven Verhandlungen. In Zeiten wie diesen ist es ja nicht leicht, Geldmittel zusätzlich zu lukrieren, dass das Land 20% und der Bund schließlich 40% übernimmt und am Ende bleiben für die Stadtgemeinde weitere 40% des Gesamtvolumens zur Finanzierung noch zur Verfügung. Das heißt also, es ist also unser Anteil, den wir finanzieren müssen. Das bedeutet, dass wir schon heuer 300.000 Euro unmittelbar und direkt einsetzen und mit diesem Geld und den Teilen, die das Land und der Bund einschießen, werden also diese ersten großen Bauwerke errichtet. Für uns ist aber wichtig, dass wir im Bereich des gesamten Projektes die Qualität wieder herstellen und, wo es möglich ist, sie verbessern. Wenn wir dieses Gelände anschauen, dann kann man sich also gar nicht mehr vorstellen, wie das ursprünglich und bisher ausgeschaut hat. In Zukunft wird auf alle Fälle der Erholungsraum, der Kinderspielplatz, auch der Spielplatz hier im Bereich des Pflanzgartens wiederhergestellt. Und auch für das gesamte Projekt des Silberwaldes ist der Armin Wechselberger dabei, möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen, um den Erholungswert zu steigern und das Projekt des Silberwaldes damit zu unterstützen. Was wir dafür einsetzen können, das werden wir tun. Wir sind hier in enger Kooperation miteinander und was mich besonders freut, ist es, dass er direkt vor Ort immer mit den Leuten, die hier arbeiten, auch beschäftigt und unterwegs ist und damit vieles erreichen kann, was eigentlich im Prozess sonst nicht möglich wäre. Dafür danke ich sehr herzlich und ich freue mich schon auf das Ergebnis. Die Wildbau- und Lawinenverwaltung und die Forstverwaltung wird dann das gesamte Gelände, das ja in einem Pachtverhältnis bei der Stadt zur Verwaltung und auch zur Nutzung besteht, begrünen. Es wird also im Sommer, das heißt also ab Mai, schon wieder ganz anders ausschauen. Es wird grün sein, es wird am Ende aber auch die Erholungsqualität deutlich gestiegen sein. Ich kann nur sagen, für uns bedeutet dieses Projekt für den Ortsteil Riert und das gesamte Gebiet im Osten von Schwarz eine deutliche Steigerung der Wohnqualität, der Lebensqualität und der Sicherheit. Ja, also im Namen der vielen Kinder, die hier sind, des Silberwaldes, der Besucher, haben wir große Freude, was wir jetzt gehört haben. Also es wird ein wunderbares Projekt werden und dafür möchten wir uns schon vorhinein bei dem Bürgermeister bedanken. Ja, herzlichen Dank. Gerne und wir wünschen uns, dass die Leute sich dann wohlfühlen. Okay, danke. Ja.